Willkommen zum ersten Spiel, zum ersten Spiel des zweiten Spieltags der Gruppe A. Ich spiele mit RC Mailand und das gegen Borussia Dortmund. Ich werde wahrscheinlich vor dem Intro hier die Tabelle, die Stände der beiden Gruppentabellen so zeigen. Warum habe ich dafür keine Punkte gekriegt? Willst du mich verarschen? Egal. Zack. Und wir legen da mal los. Denn ich möchte mich noch, bevor hier die fette Bundesliga-Konferenz ist, wollte ich nochmal eine Runde aufnehmen. Schließlich muss ich das Ganze auch noch heute hochladen. Also alle vier Spiele, lol, klar. Also alle vier Spiele und da spielt Mailand tatsächlich auf Upside, sonst kriegt das nicht gebacken und da steht 1-0. Genug an. Ikay Gündogan mit dem 1-0. Da habe ich noch nicht mal angefangen zu kommentieren und nicht richtig aufgepasst. Ja, ich bin noch müde, obwohl ich schon sehr lange wach bin. Konstant. De Jong. Balotelli. Spielt auf Rubinho. Der zieht ab. Aber Weidenfeller steht gut. Lewandowski. Versucht jetzt mit einem Konter hierfür durchzubrechen. Könnte gut passieren. Links steht Reus. Gündogan. Wird gestört, aber konnte zuerst den Ball behalten. Balotelli kommt nicht an den Ball. Mkhitaryan. Der BVB hat ja in der Champions League Partie gegen Neapel direkt mal verloren. Und warum pfeift der Zoll jetzt? Ja. Blaschikowski geht gelb, obwohl ich hätte weiterspielen können. Ja, unnötig. Hätte ich mich jetzt in den Lauf gepasst davon. Ich glaube, Rubinho wäre es gewesen. Und da hätte ich eine gute Chance gehabt, aber nein. Und da wollte ich gerade abziehen, ey. Balotelli, komm, helft dir den Ball mal bitte. Schade. Bender. Mkhitaryan. Ich habe eine Frage an euch, und zwar findet ihr den Kommentarstil, den ich so mache oder so, findet ihr den ganz okay? Soll ich den beim Manager-Modus-Let's-Play, also beim, halt mit der, hier mit Manager-Modus, soll ich das auch so belassen, oder? So. Ach man. Ach komm, ey. Sharabi, lol, ja, das war kein Foul, klar. Sharabi hat sich gerade vor dem Ball erkämpft und dann verliert er den, weil er hammermäßig weggedrückt wurde. So, Balotelli. Da! Also, Rubinho stand nicht im Abseits. Der müsste eigentlich schnell sein, der Rubinho. Und der ist es auch. 1 gegen 1 gegen Weinfeller und Weinfeller hält. Schade. Ah, der AC, der spielt ganz okay. De Jong. Rubinho. Rubinho. Ah, schade. Der AC ist, also AC Mailand ist eine klar bessere Mannschaft, das merkt man hier, aber die Effektivität, die liegt bei den Dortmundern. Ah, und dann kriegt er den Fuß dahin. Legt er sich dann vor und kommt dann nicht mehr zum Abschluss, der Doncherini. Rino, sorry. Abate. Rubinho. Und jetzt ist der Kaka ja dann gewechselt nach zum AC. Also wurde da wohl im Madrid nicht glücklich. Subotic klärt dann letzten Moment. Ich bin noch nicht warm. Also eingespielt. Aber egal, Dortmund geht 1-0 in Führung. Führt zur Halbzeit 1-0. Ich könnte da gerade mal ein bisschen hier zweite Liga auf, könnte ich mal gerade sagen, Bielefeld 0-0 gegen Sandhausen, Bochum, VfR Aalen 1-1, soweit ich das gerade noch gesehen habe, und der 1860 München führt 1-0 gegen Erzgebirge Aue, genau. So, ja, das ist ein eigentlich von den Statistikern ausgeglichenes Spiel. Wir spielen mal ein bisschen anders, wir wollen mal so spielen. Das sollte mir schon ein bisschen besser liegen, hoffe ich nochmal.
Mit einer Raute spiele ich nämlich sehr oft eigentlich. Ja, und da verliere ich erstmal den Ball. Natürlich habe ich jetzt nicht darauf geachtet, wer jetzt beim AC wo spielt, das weiß ich nämlich nicht. Ich weiß von den deutschen Mannschaften mehr die Positionen und Spieler, wo die spielen und so. Hoffe ich doch mal. Reus gegen Maxis. Oh, da tanzt Maxis da aus und der geht jetzt wahrscheinlich rein. Aber Lewandowski kann es dann halt auch nicht. Erstmal weg mit dem Ball, würde ich mal so sagen. Abiati. Und De Jong geht nicht zum Ball. Auch gut. Ja, die Nummer 1% ihr seid ihr wahrscheinlich wirklich. Und Lewandowski kommt wieder nicht so richtig durch. Also hat man jetzt wirklich besser gesehen, Constant oder Contant oder was auch immer. Mascherini und El Shaarawy ist durch. Und das ist der Ausgleich. El Shaarawy, der Italiener, machtet 1-1 gegen Dortmund. Und jetzt wollte ich gerade einen Schuh trinken, gucke ich natürlich auf den Fernseher und verpasse das natürlich, egal. Und jetzt für die Leute, die es wirklich wissen wollen, nebenbei läuft bei meinem Fernseher gerade so schön Bundesliga, also zweite Liga spielt gerade, ja, so schön bei Sky und so. Erstmal Werbung machen. So wie es sich eigentlich gehört. Mascherino. El Shaarawy, der jetzt hinten irgendwie agiert, keine Ahnung wieso. Fehlpass. Robinho kommt nicht an den Ball. Maxis gegen Lewandowski. Der spielt auf Mkhitaryan und Abiati kann den Ball gut parieren. So, Balotelli auf Robinho und der sollte eigentlich durch sein. Der zieht ab. 2-1. 73. Minute, steht 2-1 für AC Mailand. Und das war schöne Kontersituation. Balotelli spielt einen Steilpass auf Robinho. Der zieht einfach mal vor dem 16er ab und der landet halt im Winkel links oben. Da hatte Weidenfeller null Chance. Man hätte das aber vorher auch ein bisschen besser nutzen können. Oder generell die Chancen von Dortmund hätte man ein bisschen besser nutzen können. Mailand muss uns heute gewinnen, weil sonst wäre sie eigentlich so gut wie raus. El Shaarawy ist durch. Und es steht 3-1. El Shaarawy mit dem 3-1 und jetzt kann ich auch mal einen Schuh trinken hier. Denn wenn ich jetzt vier Spiele kommentieren muss, ist das auch ein bisschen schwer für mich, die ganze Zeit ohne was zu trinken da zu leben. Sorry. Scheiße. Ich stehe nicht rum da. So. Ich weiß, dass das nicht so gut ist. Ich hätte in der Halbzeit trinken sollen. Falls mich jetzt wieder einige Leute anschreiben, ja, trink doch dann irgendwann anders. Miau. Dann, ja, dann seid ihr komplett falsch. Lewandowski verliert den Ball. El Shaarawy, der beste Mann, würde ich heute sagen. Wollte gerade einen Schnellpass machen, aber verliert er den Ball. Ja, das Torverhältnis ist in der Gruppe auf jeden Fall wichtig, denn wenn man 3-2 verliert, hat man jetzt. Ja, hat man jetzt fast jeweils 3 Punkte. Oh ja. So, erstmal zurück und weg ist der Ball. Ich würde mal so sagen, das war's. 3-1 gewinnt AC Mailand gegen die Borussia aus Dortmund. Verdient, würde ich mal so sagen. Und ja, Dortmund ist es selbst schuld, wenn man die Chancen halt einfach nicht nutzt, dann kann das doch nichts werden. Ja, Weinfeld, kannst du genauso blöd gucken. Das ist selber schuld. So. Beste Mann ist wirklich Robinho geworden. Ich hätte eigentlich mit Shaarawy gerechnet, weil der teilweise auch gute Pässe gespielt hat und so. Wenn nicht, habe ich das falsch gesehen. Robinho hat natürlich auch ein gutes Spiel gemacht. Wie man hier bei den Noten ja auch sieht. Boah, Bender, warum wird er hier im Sturm gezeigt? Ach, egal. Egal.
Schikowski 4,0 und Schmelzer auf 4,0. Bester Mann Gündogan 8,7. Na egal. Das war das erste Spiel des zweiten Spiels der Gruppe A. Gleich kommt noch das erste Spiel des zweiten Spieltags der Gruppe B. Das ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer, müsste ich gleich nachgucken, aber auf jeden Fall ist die Gruppe da viel spannender, denn da gab es bisher nur ein einziges Tor. Naja, wir sehen uns dann halt im nächsten Spiel wieder. Bis dann und ciao.